Heute ist Dr. Andreas Beck bei uns zu Gast. Über einen so illustren Gesprächspartner freue ich mich natürlich ganz besonders. Vielleicht hast du Andreas Beck auf den YouTube-Kanälen von Mission Money oder René will Rendite schon einmal gesehen. Andreas ist Mathematiker und arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich Asset Management und Kapitalmarktforschung. In dem nachfolgenden Gespräch zwischen Andreas und mir geht es um ein aktuelles Thema, um den Mietendeckel in Berlin. Dieser wurde bekanntlich vor wenigen Wochen im März 2021 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Andreas hat in der Vergangenheit institutionelle Investoren nicht nur zu Kapitalmarktthemen, sondern auch zur Assetklasse Immobilien beraten. Ich selbst habe zwei Ratgeberbücher zu Immobilien geschrieben. Eines davon mit dem Titel Kaufen oder Mieten wird dieses Jahr im August in einer dritten vollständig überarbeiteten Neuauflage erscheinen. Andreas und ich diskutieren in den nächsten rund 20 Minuten das Thema Mietendeckel aus drei Perspektiven. Zunächst einmal sprechen wir über den rein politischen Aspekt im Sinne von, was die kürzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Zukunft bedeuten könnte. Dann zweitens, wie das Instrument des Mietendeckels aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaft einzuschätzen ist. Und drittens werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte von Mietpreiskontrollen und ihre Folgen. Grüß dich, Andreas. Freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser erstes gemeinsames Video. Gerne. Andreas, wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Mietpreisdeckel in Deutschland oder noch umfassender gesagt über Mietregulierung, Mietpreisregulierung einerseits vor dem Hintergrund des kürzlich gekippten Mietpreisdeckels in Berlin. Und das wollen wir dann auch ein klein wenig in den wissenschaftlichen Kontext oder fachlichen Kontext stellen und dann auch noch drittens kurz reden über Mietpreiskontrollen in der Geschichte. Gut, das ist die Agenda heute. Meine Frage zunächst mal an dich. Vor wenigen Wochen hat das Bundesverfassungsgericht den Mietpreisdeckel in Berlin gekippt. Was könnte sich daraus mit Blick zum Beispiel auf die Bundestagswahlen im nächsten September für Deutschland weiterentwickeln? Das ist ein sehr spannendes Thema für die Eigentümer von Immobilien deutschlandweit. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Deckel gekippt, ja eigentlich aus einem rein formalen Grund, weil es nicht in das Kompetenzfeld der Länder, sondern des Bundes gehört. Ja, aber was bedeutet das jetzt? Heißt das, mit der nächsten Regierung bekommen wir das bundesweit? Da machen sich viele Gedanken zurecht. Jetzt kann man aber auch schon sagen, dass das Bundesverfassungsgericht sich sehr ausführlich geäußert hat, als die Mietpreisbremse deutschlandweit eingeführt wurde, 2019. Und wenn man dem Gedankengang folgt, wird die Welt für Immobilienbesitzer wahrscheinlich nicht leichter, aber so brutal, wie es in Berlin versucht wurde, dass die Miete wirklich völlig entkoppelt wird vom Markt, das braucht man, glaube ich, nicht fürchten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn, großes Wenn, die drei Parteien, Rot, Rot, Grün oder andersrum formuliert, die Bundestagswahl im September gewinnen, dass die Parteien dann den Versuch unternehmen werden, eine abgewandelte Mietpreisbremse oder einen neuen Mietpreisdeckel, so muss man sagen, nochmal in den Bundestag einzubringen, wird wahrscheinlich dann, wie du sagst, vielleicht etwas zahmer sein als der Berliner Mietpreisdeckel, aber entscheidend ist, dass das Bundesverfassungsgericht ja bisher nichts über die inhaltliche Fragestellung gesagt hat, und dann wird es sehr spannend werden, wie das Ergebnis dann sein wird, mittel- und langfristig. Aber vermutlich kann man auch annehmen, dass nicht schon Ende September sozusagen ein solcher Gesetzesentwurf auf dem Tisch liegen wird. Ja, aber am Ende geht es wirklich um die Frage, ob langfristig das Grundgesetz, so wie wir es haben, mit dem Schutz von Investoren, auch mit dem Schutz seiner eigenen Lebensverhältnisse durch freie Vertragsgestaltung zu bestimmen, ob das noch mehrheitsfähig ist in Deutschland und so gewollt ist. Weil wenn man sich die Kommentare anschaut, die jetzt zum Mietendeckel gekommen sind, muss man sich da manchmal wirklich fragen. Mhm.
Genau, und in dem Zusammenhang könnte man sich auch noch vielleicht erinnern daran, dass es ja im Grundgesetz ein Artikel 14 gibt, 13 und 14 genau genommen, die Aussagen zum Eigentumsschutz enthalten. Und je nachdem, wie man das sehen möchte, sind eben Immobilien oder Grund und Boden, wie es glaube ich im Grundgesetz heißt, und betriebliches Vermögen hervorgehoben, in dem Sinne, dass diese beiden Eigentumsarten vergemeinschaftet, vergesellschaftet werden können, also sozusagen so einer besonders hohen gesellschaftlichen Bindung unterliegen. Und in dem Kontext könnte man sich natürlich auch, wenn man etwas mutiger rechtswissenschaftlich argumentieren möchte, vorstellen, dass eine Mietpreisbindung in dem Kontext gerechtfertigt werden könnte. Ja, aber wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu ja schon sehr stark geäußert. Es muss halt die Verhältnismäßigkeit gewährt bleiben und die Mietpreisbremse, die wir haben, ist da auch sehr austariert gemacht worden, dass es sich sozusagen nicht völlig löst vom Markt, sondern nur den Markteinfluss bremst. Und die Verhältnismäßigkeit, die muss ja schon in Frage gestellt werden. Also nicht, dass man das falsch versteht. Ich gönne jedem Menschen seine günstige Wohnung und alles. Und die Mietpreise sind auch in vielen Gegenden in die Höhe geschossen. Das ist gar keine Frage. Und da ist vielleicht Handlungsbedarf. Aber wir haben definitiv keine Wohnungsnot. Genau. Es ist nicht so, dass Hunderttausende auf der Straße sitzen ohne Dach über dem Kopf, sondern es geht darum, dass Hunderttausende gerne umziehen würden von einer Wohnung in einer schlechten Lage in eine Wohnung in einer guten Lage. Und ob man da jetzt in den Marktpreis eingreifen muss, ist wirklich fraglich. Und da finde ich, war der Berliner Deckel auch schon, der hat da auch schon gewisse Dinge offengelegt. Zum Beispiel hatte der ja viel stärkeren Einfluss in Berlin-Mitte. Da ist der Quadratmeter Mietpreis um 11 Euro gesunken, in Marzahn ist er kaum gesunken. Also es geht in dem Sinn nicht um eine Wohnungsnot als echten Notstand. Das bringt uns eigentlich auch schon direkt zu unserem zweiten Agendapunkt, nämlich wie Mietpreiskontrollen, Rent Control Neudeutsch, wie das aus der Sicht der Ökonomie, der Wissenschaft zu sehen ist. Denn Rent Control, Mietpreiskontrollen sind natürlich nichts Neues. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf den geschichtlichen Aspekt, da können wir ja auch noch ganz kurz drauf eingehen. Auf alle Fälle sind sie nichts Neues. In Rom hat es schon vor 500 Jahren in der Stadt Rom die ersten Mietpreiskontrollen gegeben und die Ökonomie hat sich mit dem Thema sehr, sehr umfassend beschäftigt. Die Fragestellung, wie Märkte sozusagen funktionieren, Angebot und Nachfrage, das kann man hier alles berücksichtigen. Und daher meine erste Frage an dich. Zunächst mal, Andreas, wie sind Mietpreiskontrollen aus der Sicht der Ökonomie, der Mikroökonomie sozusagen zu sehen? Ja, es gibt ja das banale Argument, dass dadurch kein neuer Wohnraum geschaffen wird und so, aber ich denke, diese Argumente sind so banal, die kann man auch mal weglassen. Es ist ein grundsätzliches Problem. Ich habe ein knappes Gut, zum Beispiel Wohnraum in begehrten Lagen, und wie organisiere ich jetzt den Zugang zu dem knappen Gut? Die klassische marktwirtschaftliche Herangehensweise ist, ich regle das einfach übers Geld. Die Mieten sind halt dann entsprechend teuer und die Quadratmeterpreise und wer sich's leisten kann, kann dorthin ziehen und wer nicht, halt eben nicht. Gut, jetzt kann man sagen, das ist aus dem Ruder gelaufen. Dann ist es aber eigentlich ein Problem der Vermögensverteilung in Deutschland. Das ist jetzt erstmal kein Problem vom Wohnen an sich. Aber jetzt sagen wir, man möchte das anders machen. Ja, dann ist die Frage, wie mache ich das denn? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Jugendstilwohnung im Prenzlauer Berg auf 10 Euro pro Quadratmeter begrenze und da wird eine frei, dann werde ich 1000 Bewerber haben. Wie wähle ich jetzt den einen aus? Dann funktioniert es dann, wer wen kennt oder wer in welcher Partei ist. Also das wird auf jeden Fall nicht gerechter, das kann man aus der Geschichte lernen. Und vielleicht kann man nicht nur nach hinten blicken, sondern auch in die Zukunft. Das läuft dann auf das chinesische Modell mit Sozialpunkten hinaus. Die Wohnung kriegt dann der Veganer ist und kein Auto hat und so weiter. Aber ob das so sinnvoll ist. Also sehe ich sehr, sehr ähnlich, sehe ich genauso. Ich würde gerne schon noch so ein bisschen formalistisch hinweisen auf letztlich so die banalen Erkenntnisse der ökonomischen Theorie. Also wenn ein Gut hier Wohnnutzen im Preis
reguliert wird, das heißt ein Oberpreis, der unterhalb des Marktpreises liegt, vom Staat festgelegt wird, dann kommt es einfach zu einer Angebotslücke. Die Nachfrage wird größer sein als das Angebot. Und wenn man sich jetzt sagt, was ist eigentlich der beste Mieterschutz? Der beste Mieterschutz ist aus meiner Sicht, dass das Angebot an qualitativ hinreichend gutem, hohem, qualitativ hohem, hochwertigem Wohnraum groß ist, ein großes Angebot da ist, dann ist sozusagen eine Angebotsverknappung, die ja durch diese Preisobergrenze fast unweigerlich herbeigeführt wird, ist sozusagen eine absolut kontraproduktive Strategie. Also ich habe in einem lesenswerten Artikel in der Wikipedia zu Rent Control gelesen, dass mehrere Umfragen in den letzten 20, 30 Jahren unter professionellen Ökonomen gemacht wurden zum Thema, wie sehen Sie Rent Control, was ist Ihre Meinung über die Auswirkungen? Dann gab es eigentlich unisono in allen Umfragen, 4 oder 5 werden da berichtet, die Aussage, dass 80-90% aller Ökonomen sagten, ja, es wird genauso kommen. Also das Angebot wird sich verknappen. Es führt nicht dazu, dass preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden wird. Also das gegenteilige Ergebnis könnte entstehen. Die Mietwohnungen, die nicht der Preisregulierung unterliegen, es wird ja immer ein Restbestand geben, der sozusagen, weil er neu ist, nagelneu ist oder aus anderen Gründen nicht in die Gesetzesklausel reinfällt, die werden tendenziell unter sonst gleichen Umständen teurer werden, weil sozusagen die Nachfrage sich dann auf die teilweise konzentriert. Und schlussendlich wird es eben nicht mehr zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage über den Preismechanismus kommen. Vermutlich wird auch Sanierung und Instandhaltung von Wohnungen abnehmen. Das kann man auch in nicht nur in der Theorie sehen, sondern in konkreten Fällen, in denen solche Regulierung stattgefunden hat, zum Beispiel auch in der Schweiz in einigen Städten. Da wird einfach der Wohnungsbestand dann letztlich immer schlechter, weil Vermieter sagen, ich werde diese Zusatzinvestitionen nicht mehr hereinholen können über eine Mieterhöhung. Ja, also das teile ich vollkommen, diese Einschätzung. Ich denke, die kann man sogar noch weiter fassen. Ich glaube, es gibt in der Geschichte nicht ein Beispiel, wo die Versorgung der Menschen mit Gütern besser geworden ist, wenn ich die Marktkräfte ausgehebelt habe. Der schwedische Ökonom, das ist auch aus diesem lesenswerten Wikipedia-Artikel, Assar Lindbeck, der vor kurzem verstorben ist, hat mal ein Buch über Rent Control in Schweden in den 90er Jahren veröffentlicht, also ein spezialisierter Immobilienökonom, und von dem ist das Zitat dort überliefert: Rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city, except for bombing. ich glaube, wir sind uns einig, sieht so aus zumindest, dass letztlich eine Politik, die dazu führen würde, dass das Angebot ausgeweitet wird, nämlich zum Beispiel die Erleichterung von Baugenehmigungen, zum Beispiel auch die Nachverdichtung. Ich habe mal gelesen, ich glaube, das Pestel-Institut hat 2020 ein Institut in Hannover eine Studie rausgebracht, dass durch Nachverdichtung im Sinne von Geschosserhöhung von bestehenden Gebäuden in deutschen Städten fast 3 Millionen neue Wohnungen gebaut werden können, ohne einen Quadratmeter neue Baufläche, neuen Baugrund zu verbrauchen. 3 Millionen, das ist ungefähr 10-mal so viel, wie pro Jahr in Deutschland im Durchschnitt der letzten 10 Jahre neu gebaut wurde. Also neu gebaut werden ca. 250.000 Wohnungen in Deutschland im Jahr. Und allein durch diese Maßnahme könnte man 2-3 Millionen neue Wohnungen schaffen. Woran klemmt es? Also da sitze ich eigentlich auch die meisten einigen, soweit ich das beurteilen kann, an einem schwerfälligen Staatsapparat, der einfach mit zu vielen Regelungen, zu langsamer Genehmigungspraxis diese Nachverdichtung verzögert, verhindert oder blockiert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dennoch kann man nicht, also man kann nicht umhin zuzugestehen, dass wir doch eine soziale Ungleichgewichtung bekommen haben durch die sehr stark gestiegenen Immobilienpreise der letzten 15 Jahre. Das ist ja interessanterweise ganz anders als am Aktienmarkt, wo die Gewinne der letzten Jahre, Jahrzehnte auf Unternehmensgewinnen basiert und die Aktien gar nicht wirklich anders bewertet sind.
Also der DAX ist niedriger bewertet als vor 20 Jahren, so gesehen, wobei 2001 ein besonderes Jahr war, aber trotzdem. Aber bei den Immobilien sind halt tatsächlich die Bewertungen davongelaufen, sodass auch etwas aus dem Grundgesetz, nämlich die faire Möglichkeit der wirtschaftlichen Teilhabe, immer mehr in Frage zu stellen ist. Und ja, ich denke, dafür muss man aber auch irgendwelche politischen Antworten finden. Genau, und ich glaube, also aus meiner Sicht wäre die politische Antwort darauf, also da hast du ja vollkommen recht, die Mietpreise, die Immobilienpreise im Allgemeinen sind letztlich den Fundamentals davongelaufen und den Einkommen, obwohl es die Mietpreisquote, also sozusagen das Verhältnis zwischen Durchschnittsmiete und Durchschnittseinkommen, so sich eigentlich gar nicht groß verschlechtert hat, aber auf alle Fälle sind diejenigen, die Hälfte der Bevölkerung mit Immobilienbesitz hat unheimlich davon profitiert, dass in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren durch auch zum Beispiel die Niedrigzinspolitik Immobilienwerte enorm gestiegen sind. Und da muss der Staat tatsächlich was tun. Und aus meiner Sicht wäre die naheliegende Maßnahme, die der Staat da ergreifen könnte, Wohngeld zu zahlen an die Menschen, die sich Marktmieten, vernünftig dimensionierte Marktmieten oder sagen wir vernünftig kalkulierte Größenordnung von Mieten nicht leisten können und dadurch deswegen vom Staat einfach eine Unterstützung bekommen können, zum Beispiel Familien mit Kindern und so weiter. Und das würde den Mietmarkt, den Immobilienmarkt meines Erachtens weniger verzerren und es hätte aus meiner Sicht nicht den Effekt, dass einfach Bautätigkeit und Ausweitung des Angebotes eher verhindert werden. Und das ist eben der schädliche Effekt der Mietpreiskontrollen. Man würde denen helfen, die es brauchen und nicht wirklich in den Markt eingreifen. Für mich aber genauso wichtig wäre die politische Zielstellung, dass die Lebensverhältnisse nicht zu sehr auseinanderlaufen, abhängig davon, in welchem Stadtviertel ich wohne oder in welcher Region ich wohne. Weil erst dadurch kommt ja diese extreme Attraktivität relativ zu anderen von gewissen Vierteln, wo dieser Hype jetzt auch besonders ausgeprägt ist. Andreas, ich würde jetzt gerne noch ein klein wenig auf den Aspekt, auf den historischen Aspekt zu sprechen kommen. Also ein paar Minuten vielleicht dafür aufwenden, zu schauen, wie Mietpreiskontrollen, Rent Control in der Geschichte sich gestaltet hat. Ist das was Neues? Wir hatten eingangs schon erwähnt, es ist eigentlich nichts Neues. In Rom gab es schon vor 500 Jahren Mietpreiskontrollen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es sehr umfassende Mietpreiskontrollen, auch in der Weimarer Republik im Kontext der sozusagen Hyperinflation 1922, 1923 in Deutschland, die natürlich zu einer Verelendung beitrug. Damals wurden Mietpreiskontrollen eingeführt. Es gab Mietpreiskontrollen zum Beispiel in Spanien unter Franco, dem Diktator. Mietpreiskontrollen sind kurioserweise etwas, was populistische Diktatoren von links und rechts besonders gerne tun. Also insgesamt ist das nichts Neues. Ich würde vielleicht auch noch gerne auf einen aus meiner Sicht besonders spektakulären Effekt im Kontext von Mietpreiskontrollen hinweisen. In Frankreich wurden kurz vor dem Ersten Weltkrieg Mietpreiskontrollen umfassend, sehr umfassend eingeführt, also auch um die Arbeiterklasse damals wirtschaftlich zu schützen. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kamen die schwierigen 20er Jahre, zumindest die erste Hälfte der 20er Jahre, die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, der Zweite Weltkrieg und so weiter. Und im Ergebnis haben diese Mietpreiskontrollen in einem insgesamt schwierigen ökonomischen Umfeld dazu geführt, dass französische Wohnimmobilienpreise von 1912 bis 1948, also über fast 40 Jahre, nicht ganz 40 Jahre, um 84% real, also inflationsbereinigt, gefallen sind. Und die Hauptursache davon, nicht die alleinige Ursache, aber die Hauptursache waren Mietpreiskontrollen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die französische Regierung dann eingesehen, das kann es nicht sein, es wird nichts mehr gebaut. Ja, die vorhandenen Wohnungen sind billig, aber es gibt zu wenig Wohnungen und dann wurden diese Mietpreiskontrollen sukzessive aufgehoben. Und von da an stiegen dann Preise in Frankreich wieder
und sind sozusagen mit kleinen Unterbrechungen bis zum heutigen Tag gestiegen. Es ist immer sehr interessant, sich die Vergangenheit anzuschauen, und da fragt man sich natürlich schon, so Instrumente wie die Mietpreisbremse, die gibt es eben schon lange, seit dem Römischen Reich, habe ich jetzt gelernt. Eigentlich müsste man genug Erfahrung damit gesammelt haben, dass man weiß, wie sich es auswirkt, und da kann man sich natürlich schon wundern, dass da immer wieder mit experimentiert wird. Eine Besonderheit haben wir schon dieses Mal. Wenn man die Vergangenheit anschaut, dann waren das immer Phasen extrem steigender Bevölkerungszahlen. Also demografisch gesehen waren das Phasen, wo die Bevölkerung überproportional stark gewachsen ist, was ein eigenes Problem nochmal darstellt. Heute haben wir die Situation, dass wir demografisch gesehen schrumpfen und dass wir einen Rekord Wohnflächenverbrauch pro Kopf haben, der immer noch steigt. Also wir haben auch so gesehen nochmal eine Situation, die sich von der Vergangenheit dadurch unterscheidet, dass wir eben diese Instrumente einsetzen, obwohl es viel, viel weniger Rechtfertigung dafür gibt. Kann man sagen aus deiner Sicht, dass die Rationierung von Baugenehmigungen, also anders formuliert, die nicht hinreichende Zahl von Baugenehmigungen und natürlich auch der langsame bürokratische Genehmigungsprozess, aber schlussendlich die nicht ausreichende Zahl von Baugenehmigungen zu dem Problem beiträgt, also zu hohen Grundstückspreisen und zu wenig Neubautätigkeit? Naja, natürlich, klar, man könnte mehr bauen und man könnte mehr Baurecht ausweisen, aber hier in München erleben wir das ja gerade extrem. Wir haben ja ganze Stadtviertel neu ausgewiesen. Es wird eine unglaubliche Zahl an neuen Wohnungen hier gebaut. Wir wachsen auf 1,8 Millionen jetzt. Die Infrastruktur ist aber gar nicht da. Man steht ja jetzt schon ausschließlich im Stau. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind völlig überlastet. Also klar, ich kann aber auch so viele Baugenehmigungen vergeben wie jetzt in München. Die sind noch nicht fertig, die Wohnung. Das wird sich erst noch bemerkbar machen, aber das wird sich bemerkbar machen. Ich kann so viele Baugenehmigungen austeilen, dass es auch wirklich nicht mehr lebenswert ist, in dieser Stadt dann zu wohnen. Das kann ich auch machen, dann wird es auch wieder billiger. Also wenn so viele Baugenehmigungen tatsächlich erteilt werden, und so abwegig ist das ja nicht, wenn man sich die niedrigen Zinsen vorstellt und die Renditemöglichkeiten, die es gibt, wenn man weiter steigende Preise unterstellt, dann würde man doch annehmen, dass sich das Problem früher oder später löst. Das heißt also, jetzt vergessen wir mal, ob die öffentliche Infrastruktur irgendwann mal überlastet sein wird und so weiter und wie lebenswert und wohnenswert dann noch bestimmte Viertel sein werden. Aber wenn so viel gebaut werden wird, wird mit einer Verzögerung, ja, jahrelangen Verzögerung, so ist es halt nun mal bei Bautätigkeit, das ist ja nicht wie Tennisschläger produzieren, weil gerade ein Tennisboom da ist, dann dauert es eine Saison, bis dieser Nachfrageüberhang befriedigt ist. Sondern es dauert ein paar Jahre, aber kann man dann sagen, dass vermutlich dieser Anreiz der niedrigen Zinsen und möglichen weiterhin hohen Wertsteigerungen über kurz oder lang, also in den nächsten Jahren, das Problem lösen wird? Naja, es kommt schon dazu, dass das Bauen immer teurer geworden ist und auch nach wie vor teurer wird. Und ich glaube, wir haben in München heute schon genug Wohnfläche, aber die ist halt sehr, sehr teuer. Und das ist dann auch nicht die Lösung, die sich die Menschen wünschen. Aber eine Entspannung, würde ich sagen, ist ohnehin in Sicht, rein aus demografischen Gründen. Gut, das war sozusagen das Schlusswort. Entspannung könnte kommen durch demografische Effekte. Vielen Dank, Andreas. Hat heute sehr viel Spaß gemacht. Meine Bitte an alle, die zuschauen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt bitte in die Kommentare rein, ob ihr Andreas und mich zu anderen Themen in der Zukunft wiedersehen wollt. Ich verabschiede mich für heute. Wir verabschieden uns für heute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.